So, jetzt sind wir hier bei JVC, wo gerade eine Demo stattfand, allerdings noch nicht mit dem JVC DLA 25 Limited. Wir gehen jetzt hier gleich raus, gleich kommt ja die nächste Fuhre. NZ9 wurde hier vorgeführt auf eine 165 Zoll Stuart StudioTech Firehawk 130 G4, wenn ich es jetzt richtig weiß. Wir gucken jetzt mal draußen. Hier sieht man auch noch mal so ein bisschen das Setup, was wir haben mit diesen zwei Projektoren. Wurde auch Assassin's Creed gezeigt mit 120 Frames, natives Material 8K 60 Frames. Das Thema ist immer mit solchen Demos, dass man da halt immer sehr singulär vorgeht. Das heißt, es war jetzt hier eine Leinwand, die halt einfach auch einen zusätzlichen Gain-Effekt generiert, wo man auch manche Bildeffekte hat, die mir jetzt auch aufgefallen sind, aber gleich saß auch in Reihe 1, worauf ich hinaus will, ist, es ist halt so ein Showcase hier, wo man sagt, wir machen jetzt alles, um das Bild irgendwo ein bisschen peppig und so schön zu machen für 5 Minuten Demo, aber Thema Akustikleinwand, die halt niedrigeren Gain hat als jetzt so ein Produkt, das dann gut abzustimmen ist ein Thema, aber egal, das war jetzt nur mal so viel zur Vorführung. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Chris hier treffe, mit dem haben wir uns verabredet für ein kleines Interview, den überraschen, / überfallen wir jetzt. Da drüben steht er. Hier stehen schon die Leute an für die Demo, wo wir uns gerade rausgeschlichen haben. Und weil wir ja freundlich sind, wollte ich jetzt nicht da nochmal alles verzögern. Bevor wir uns den Chris schnappen, der da drüben steht. Die Modellbezeichnungen können Sie analogisieren mit NP5, NZ7, NZ8, NZ9. Sie kennen die Geräte, die haben wir alle schon bei uns. Was heißt noch nicht? Der NZ9 von JVC kommt dann erst morgen am Freitag ist morgen. Ah, der Chris ist da. Perfekt. Hi, Chris. Thanks for joining. Also ich gebe dir mal hier ein Mikrofon. Okay, jetzt das ist prima. Nimm es ruhig in die Hand. Mein Deutsch ist nicht 100%, aber ich werde versuchen, so gut wie ich kann. We can also skip to English, if you prefer. Nein, ich freue mich, jedes Jahr mit dir zu sprechen und mein Deutsch zu üben ein bisschen. Wenn sich jeder so freuen würde, wenn er mich spricht, das wäre super. Also, so, klasse, wie geht's dir? Es ist, dieses Cydia ist bis jetzt perfekt. Die Wiedergeburt unserer Branche endlich wieder hier. Ja, ja, ja. Wir können alle, für viele Leute, das ist das erste Mal, die neue Laserprojektor zu sehen. Stimmt, ja. Ja, gibt es jetzt schon eine Weile, aber noch nicht hier auf einer großen Messe in Amerika gezeigt. Ja, 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 ist den erste. So, wir freuen uns sehr darauf. Und da drin haben wir das neueste Firmware-Update. Wir haben es gerade gesehen, waren in der Demo, da wurde es jetzt nicht so technisch vorgestellt, das Firmware-Update. Da ging es jetzt eher darum, schaut mal hier ein bisschen Assassin's Creed an und so. Unsere Idee da ist minimal Worte und maximal Video. Okay. Ja, das war unsere Idee für diese Vorstellung. Aber ich kann versuchen, besser. Ich weiß, dass du hast bestimmt viele Fragen und ich kann versuchen, sie zu antworten. Erstmal eine Frage jetzt generell hier von euren ganzen Beamern. Okay, das ist jetzt hier gerade nicht die Übersicht, die ich erhofft habe. Nein, jetzt kommt sie noch nicht. NP5, NZ7, NZ8, NZ9. Ja. Was ist dein Lieblingsprojektor von denen? Wo sagst du, den würde ich mir privat kaufen? Das ist eine ganz schwere Frage, weil ich bin froh, dass wir haben 4 verschiedene Projektor für 4 verschiedene Kunden. Mhm. Aber ich kann sagen, es ist genauso wie zum Sagen, deine... Liebes Kind. Denke für Autos. Vielleicht Porsche, vielleicht Mercedes. Wünschen Sie den 400 PS, 500 PS, 600 PS oder 700 PS? Alle sind, sagen wir, für mich Mercedes SL. Okay. Es ist nur, die sind alle JVC. Genauso wie sie sind alle Mercedes SL. Also ich drehe es rum, ich mag den NP5 und den NZ9. Okay. Der NP5 meiner Meinung nach ist mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Und der NZ9 ist momentan, wir reden ja gleich noch über den DLA 25 Limited. Ja. Der NZ9 ist ja grundsätzlich, wenn man jetzt mal Extremgeräte rausnimmt, aus der 100.000 Euro Preisklasse, eigentlich das einzige 100% Gerät in der Branche, sprich super schwarz, extreme Helligkeit, wahnsinnig scharf, alle Ausstattung drin, super flexibles Objektiv. Vielen Dank. Ja. Ja, genau. Und für jemanden, der sagt, also das ist ein bisschen mehr Geld, als ich möchte, dann hat man das NZ8.
oder Johnny bittet uns gerade zum 25er rüber zu gehen. Ja. Wir können ja später vielleicht nochmal über die Modelle reden. Jetzt hat mich gestern, während ich bei einer Schulung saß, auf einmal eine Pressemitteilung erreicht vom Jochen. Ja. Du kennst einen Jochen. Nein. Ah, okay. Der Peter ist ja nicht mehr in Deutschland zuständig, dafür der Jochen. Ich kenne leider sehr wenig Leute von JVC aus Europa. Okay. Ja. Gut. Also auf jeden Fall, ich habe die Pressemitteilung bekommen, wo ich in der Schulung saß und mir gedacht, oh, das überrascht mich jetzt, dass der auf einmal kommt. Ja. Vom Prinzip, ich fasse mal so zusammen, der hat hier einen höheren Kontrast, ansonsten Helligkeit gleich und eben hier oben jetzt noch diese Chromblende und hier so eine dezente Einfassung. Ja. Habe ich was vergessen? Nein, es ist die beste DLA-Chips, die beste Optical Elements, wie sagt man das? Optische Einheiten, alle die beste Selektion. Hand-selected für dieses Modell und da kommen wir um 150.000 zu 1 nativ Kontrast. Weißt du, was da genau handselektiert ist bei diesem Gerät? Diese DLA-Chips und auch die alle die Elemente in die optische. Okay. Ja. Weißt du zufällig auch, wie sieht das mit der Optik aus? Sprich, da gibt es ja auch mal welche, die ein bisschen besser sind oder andere ein bisschen schlechter. Ist also auch hier die Optik selektiert? Und heißt es, dass auch wenn hier der Chip selektiert ist, dass das dann auch bedeutet, dass die Konvergenz besser ist wie bei manchem NZ9? Also jetzt vielleicht besser auf Englisch. Okay. People think when you say optics, people think it's just the lens. It begins with the prism, the collector. Yeah, the prisms, the filters, the mirrors, everything about this. And obviously in our industry, parts are graded. Okay, so we're just saying we're picking the best of the best, whether it's the DLA chips or whether it's the various optical components. And obviously we're also giving them, we give everything the highest possible QC, but we're looking, because this is such a small series, it's obviously each unit is individually looked at. Okay. And in the US, we're shipping each of these to Chris Deering for calibration. So Chris Deering will contact the client, Chris Deering will get screen size, screen gain, screen material, throw distance, and he will do a calibration in his lab, and then it'll be shipped to the customer. So he will pre-calibrate the project as well? Yes, yeah. Why does it not travel to the customer itself? Well, because each theater is different, so Chris will calibrate it based on that material, based on that size, based on that throw distance. Okay, this is kind of what we do as a first level support for our entry level projectors. Okay. And in the US, we go to calibrate those guys in the client's houses itself. Yes, yes, yeah. So anyhow, he's doing the remote calibration and then it gets shipped from there to the customer's house. The other thing is, because there's only 25 of these, we're not, in the US we have... What do you mean by 25? 25 for the US and Canada. And I don't know, Europe is separate. So you mean just 25 units? For 20 for the US, 5 for Canada. Oh, I'm really surprised. I expected it to be way more. Limited edition. Yeah, oh. but not to 20. I think 25 cents for... Look here, one of 25. Oh. Yeah. So very exclusive. So, also wenn Sie das Video schauen und so einen haben wollen, kann es sein, dass sie schon alle verkauft sind. Wir verkaufen keine heute. Wir lassen Leute wissen, dass es gibt. Okay. Und dann wir geben mehr Detail später. Und sie kommen in Mid-Dezember. Kannst du dir vorstellen, dass die Japaner hier eventuell, wo stand das 25? Hier, Johnny, kannst du das abfilmen? Kriegst du es drauf? Dass Nummer 1 von 25. Dass die Japaner, wenn die feststellen, dass die 25 nicht ausreichen, dass die 250 verkaufen könnten, dass die dann einfach sagen, Mensch, ja, wir vergrößern? Nein, das werden wir nicht machen. So, für alle anderen Leute ist das NZ9 oder AS4100 ist... Das ist die Wie gesagt, ich liebe ja den NZ9, gar keine Frage. Ich sage nur, wenn ich jetzt als Kunde mir sage, ich lege 26.000 Euro auf den Tisch,
Ja. Dann sage ich mir, komm, dann mache ich noch 4.000 drauf, dann habe ich das noch bessere Gerät. Ja, ja, genau. Weil der hat ja vom Kontrast her, der steht bei, ich glaube, 100.000 zu 1 nativ, oder waren es 80.000, ich weiß gar nicht, wo stehen wir hier? 100.000 hier, 80.000 hier, richtig gut, genau. 40.000. Also, hier hat man dann zumindest auf dem Papier, wo steht es, 150. Ja. Da steht es, hat man eigentlich nochmal 50% mehr für, ja, genau. Was sind es ungefähr? Ja, 20% mehr kosten. Ja, so ich weiß nicht genau, wie viel es gibt für Europa und für die Asien, Länder, aber es gibt bestimmt, ich würde dir bitten mit GVC Europa darüber. Natürlich, klar, was das bedeutet. Ich war nur gerade echt überrascht, 25 Stück, da dachte ich, ja, das ist einfach formuliert. Das kann man schon in einem Land locker abverkaufen. Ich denke, wir könnten auch mehr verkaufen, aber für dieses Mal ist das genug. Und vielleicht irgendwann später. Kommt der Japaner auf den Genuss und sagen, Mensch, da ist ja ein Markt. Ja, ja, genau. Ich weiß. Ja. Reden wir jetzt mal über die normalen Modelle hier. Die kennen wir schon alle. Ja, die Firmware-Update ist sehr wichtig. Wann kommt das? Weißt du es zufällig? Firmware-Update kommt mit Dezember und Firmware mit November. Jetzt habe ich vorab eine Frage, bevor ich sie vergesse. Das fragen sie nämlich viele, die zuschauen. Weißt du, ob die neue Firmware, wenn man die aufspielt, die alten Einstellungen löscht? Do you want me to say it in English? Nein, ich verstehe. Die Einstellungen, das haben mit Kalibrierung zu tun, das sind alle okay. Aber es gibt andere Einstellungen, vielleicht wie Auto Picture Mode oder Installation. Das wird, vielleicht müssen Sie nochmal eintasten. Okay. Ja, aber Kalibrierung. Die bleibt erhalten. Das bleibt erhalten. Ja. Super. Ja. Und auch ein paar andere Sachen. Also, wir haben das neue Dimming-Modus. Es ist wenn Sie sind zufrieden mit, wie es jetzt funktioniert, bleibt das so. Also Modus Nummer 1, Nummer 2, die sind dieselbe wie vorher. Aber es gibt ein neuer Modus Nummer 3 und anstatt den Durchschnittshelligkeit wird Modus 3 auf Maximalhelligkeit messen und das Dimming benutzen. Mhm. Und Modus 3 kann das Laser komplett ausschalten. Und das haben Sie da drin gesehen. Wir nutzen das neue Modus 3. Ist der speziell für HDR gedacht oder auch für SDR-Material? Das kann man für beide benutzen. Es geht, das Unterschied ist, vorher war es auf durchschnittlich Helligkeit von das gesamte Bild. Jetzt ist es auf das maximal brightest. Average brightness versus peak brightness. Yeah, sure, I understand, yeah. Yeah. Ich bin gespannt, weil ehrlich gesagt, ich habe bei den Produkten, wenn man Kritik suchen möchte, ja, dann war ich der Meinung, ist diese automatische Steuerung teilweise noch nicht ganz so flüssig. Also zum Beispiel bei Sony gab es ja manchmal diese Kombination aus mechanischer Iris und adaptiver Laserhelligkeit, was für sanftere Übergänge gesorgt. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen zu abrupt, zu schnell passiert oder wiederum zu langsam. Aber so dieses, dass die im Hintergrund unmerklich arbeitet, that you cannot recognize the behavior. Haben Sie das gesehen da drin? Ja, wir waren gerade drin. Und was dachten Sie? Es ist schwierig, die Sequenzen kannte ich nicht und das waren jetzt nicht Sequenzen. Ja. In den Pausen hat es gut runtergeschaltet. Ja, aber genau. Im Film selber ist mir zwar nichts aufgefallen, was mich gestört hat, aber es waren auch keine Sequenzen, die ich kenne und wo ich weiß, dass die dafür anfällig sind. Mit Passengers auf das Ende, wo es gibt die Sterne und die Nacht, für mich das war ganz gut und viel besser. Sehr, sehr dunkel, nur Sterne und es sah wunderbar, dachte ich. Ich dachte, es sieht gut aus, mir ist jetzt auch keine Blende aufgefallen in dem Sinne. Und das war auch meine Frage, sprich, ob man bei den Geräten nicht nur probiert hat, mit dem dritten Dynamikmodus mehr Helligkeit zu produzieren, sondern auch das Ganze insgesamt weniger auffällig zu machen von der Blendenarbeit selber her. Ich fand es ganz unauffällig, dass man könnte nichts sehen.
dass wir haben versucht, jedes Modus, und das Modus 3 war sehr gut für uns. Das andere Unterschied beim HDR ist, Sie wissen, wir haben einen Automatik-Mode, wo es sieht Metadata. Mhm. Metadata ist ein Begriff, okay. Ja. Es sieht das Metadata und es geht zu minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Und es geht da automatisch. Jetzt haben wir Automatic Wide. Und das macht es mehr, wenn Sie wünschen, mehr Helligkeit. More mit variation HDR. In brightness. Ja, okay. Mehr Helligkeit. Original, so weil es gab kein Metadata, okay. Automatik wird vielleicht auf minus 1 gehen. Jetzt, wenn es kein Metadata gibt, geht es ein oder zwei Stufen höher. So it's focused on generating more brightness than just yeah. average Und wieder, wenn Sie war zufrieden mit dem Original, ist es noch da. Yeah. Das ist immer sehr gut mit JVC. Es ist selten, dass irgendetwas geht weg. Definitiv. Ja. Ist immer das Original ist da und dann auch das Neue ist noch ein bisschen besser. Und Filmmaker Mode, das arbeitet zusammen mit Frame Adapt HDR. Wo ist der Unterschied vom Filmmaker Mode? Der soll ja ein natürliches Bild machen. Ja, und jetzt gibt es ja noch den Natural-Bild-Modus, den gibt es ja schon immer. Der macht ja grundsätzlich ein neutrales Bild. Wie kann jetzt ein Filmmaker-Modus neutraler sein als der Neutral-Modus? Well, Natural oder Neutral, das ist für SDR. Ich rede jetzt auch gerade von SDR, oder ist der Filmmaker nur HDR? Wir haben jetzt, bis diese Firmware-Update gab es nur eine Frame-Adapt-HDR-Modus. Jetzt gibt es drei Frame Adapt HDR, so vielleicht eins für einen Film mit keinem Licht im Zimmer und vielleicht einen zweiten Frame Adapt HDR für, ah, cool. Wenn Sie Fußball Aha. anschauen und möchten ein bisschen Licht in das Verstehe Zimmer. Verstehe ich dich haben. Da richtig? Also, ich habe es so nicht aus der Pressemitteilung rausgelesen, ja. dass Sie praktisch zwei zusätzliche Speicherplätze für Frame Adapt HDR haben? Insgesamt drei für Frame Adapt also zwei, HDR plus. Filmmaker, das ist auch, das nutzt auch Frame Adapt HDR, so insgesamt vier und dann auch noch dazu HLG, also fünf für verschiedene HDR. Cool, und dieser Filmmaker-Modus, ist das jetzt bloß eine Bezeichnung für ein zusätzliches Profil oder macht der auch was anderes? Das Zwischenbildberechnung ist nicht nutzbar, okay. und wow. verschiedene Sachen sind fest definiert. Definiert. Es ist genau zum das Modus. So keep the director's intention. Genau. Okay. Ja, ja. Aber Sie werden sehen, wissen Sie, mit Frame Adapt HDR kann man also Scene by Scene oder Frame by Frame entscheiden. Mhm. Und dasselbe, Scene by Scene oder Frame by Frame, gibt es mit Filmmaker. Okay. Ja, und ein Unterschied, mit Filmmaker Mode nutzt man nicht Theater Optimizer. Nicht. Aber mit Frame Adapt HDR nutzt man Theater Optimizer. Mit Filmmaker Mode geht es um was, den Helligkeit, das ist bestimmt von Filmmaker Mode. So vergleichbar mit einem Pure Direct Modus, so ein bisschen. Wie bei AV-Receivern, dass man probiert, möglichst viel Original beizubehalten, ja. mit möglichst wenig Änderungen. Und aber das ist auch, was wir nutzen da heute. Jetzt fällt mir gerade eine Frage an zum Filmmaker-Modus. Jetzt wird es ein bisschen technischer. Setzt der auf die Wide, does it use the Wide Color Range with the filter inside NZ? Das musste ich nachschauen. Da, okay. Und bitte verstehen Sie, dass alles ist nicht 100% final. Sure. Es ist immer noch, unsere Fabrik macht es immer noch Verfeinerung. Work in progress sozusagen. Genau, ja, ja. Aber es ist doch schön, erste Eindrücke von der Messe zu kriegen, von dem, was so kommt. Ja. Ich denke, ganz offen, ich rede jetzt mal über einen anderen Anbieter. Sony zum Beispiel hat ja einen XW7000 auf dem Markt. Der hat drei Lens-Memory-Positionen. Ja. Was ein Witz ist. Und
Ich wünsche mir, dass Sony vielleicht hier auch auf der Messe ankündigt, wir machen das ähnlich wie JVC, wir werten unsere Projektoren nachträglich auf durch bessere Firmware. Ja. Dass man da zumindest mal mehr Einstelloptionen hat, weil das muss man JVC ganz klar sagen, dass das so gepflegt wird, ist nicht selbstverständlich. Dass die Produkte wirklich auch so bereichert werden, nicht nur Bugfixing, sondern auch Enhancements. Ja, ja. Noch letzte Frage, jetzt habe ich auch einige Kunden, die mich schon jetzt gefragt haben, N5, N7, weißt du, warum es dafür das Update nicht gibt? Haben die zu wenig Rechenleistung oder kommt da ein Mini-Update vielleicht raus? Es ist ein ganz anderer Prozessor. Okay. So die neue Firmware könnte man nicht, es würde eine komplett andere Entwicklung und das ist leider nicht möglich, wegen der älteren Technologie. Übrigens noch eine kurze Ergänzung. Ich habe gerade in der Schulung erfahren, das muss ich aber uns auf der Webseite korrigieren, dass der hier dann sogar 5 Jahre Garantie bekommt. Ja, und das ist auch für Amerika. Europa, Asien, das kann natürlich. Es könnte sogar in Kanada ist es vielleicht anderes. Das ist entscheidend bei jedem Markt. Jedem Land und genau. Jeder Markt. Ja. Ja, da muss in Amerika ist es 5 Jahre. Auf diese. Ja. Letzte Frage, ganz einfache Frage. Wenn du eine Vorführung machst mit JVC-Projektoren, was ist der Film, den du nimmst, um die Leute am meisten zu beeindrucken? Ich habe für eine ganz lange Zeit sehr gerne Blade Runner 2049 und ich sage, also hier sehen Sie einen Film mit 181 Nit Helligkeit. Und wir lassen alles komplett automatisch ausspielen. Und dann gehe ich sofort zum The Meg mit 4000 Nit. Und ich sage, ich muss nichts Änderung, keine Änderung machen. Komplett Automatik. Und Blade Runner sieht aus sehr gut. Und The Meg sieht sehr gut. Also für mich ist das ein ganz guter Demo zu machen. Das ist schön, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen schwachsinnigen Film anschaut. Ja, ja. Aber Guardians of the Galaxy, all of the Alien, I'm having trouble. I love the Guardians of the Galaxy. I love the Marvel movies, like the Thor movie with Led Zeppelin. At the beginning, Thor Ragnarok. I think the new Thor, Love and Thunder, is going to be great with all so the too. Guns N' Roses. Für mich ist das Musik genauso wichtig wie die Film. Ja, definitiv. Damit kann man auch Spiele. Da kann man ja in so viele Welten abtauchen. Ja. Und genau das. Aber immer Blade Runner 2049 und immer The Meg und dann das Neueste. Ja, wir haben Farmageddon gesehen vor ein paar Wochen. Das ist Animation, Farmageddon. I haven't heard of it. Wunderbar Animation, das ist auf, man kann es an Netflix finden. Okay. Farmageddon. Wie Armageddon, der Ben Affleck-Movie, bloß mit PH da vorne? Mit F. Mit F, okay. Ja, und es ist Stop-Motion Claymation. Stop-Motion Animation. Ja. Sehr scharf, sehr, sehr gut für Resolution. Bringt mich nochmal auf eine Bonusfrage. Wie blickst du als Bildenthusiast in die Zukunft mit dem Wissen, dass immer mehr auf Streaming kommt? Bist du persönlich der Meinung, dass Streaming jetzt schon so gut ist, dass wir damit auch anspruchsvolle Kunden in Zukunft mitnehmen können? Oder sagst du, I prefer having a 4K Blu-ray Disc? Für mich Streaming 100%. Denken Sie, es gibt so viele Filme, wo das ist die einzige Möglichkeit. Besonders wenn Sie möchten etwas sehen, das ist sehr neu oder das ist exklusiv für Apple oder exklusiv für Netflix. Und jetzt gibt es Filme, dass die besten Filme mit den besten Schauspielern sind direkt auf diese verschiedenen Streaming. Es ist immer gut, ein Blu-ray zu haben, aber es ist so oft,
ich möchte schauen, was mir interessiert. Ja. Wenn ich möchte das neue Beatles-Dokumentär sehen, dann muss ich auf Apple TV gehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Vielleicht eventuell kommt es auf ein Disc, aber nicht jetzt. Mir geht es immer so ein bisschen, wo ich den letzten Stranger Things angeschaut habe. Stranger Things, genau. Dachte ich mir aber, das könnte vielleicht noch ein Tickchen besser sein, wenn man es als 4K Blu-ray kriegt. Aber möchten Sie 2 Jahre warten? Nein, natürlich nicht. Das zu sehen. Genau. Das müssen wir gucken. Und wenn man objektiv das Bild anschaut, ist es prima auf Streaming. Ich weiß, es gibt Leute, die wünschen ein bestimmtes Audio-Format und das gibt es vielleicht nicht. Ich verstehe das, aber wenn man hat alles so bequem zu sehen mit sehr guter Qualität. Ich sage eine andere Idee. Also oft kennen Sie das Gruppe Scorpions? Sure. Okay, ich habe sie am Dienstagabend hier in Dallas gesehen. Echt? Waren die hier? Ja, genau. Sie waren hier. Aber mein beliebstes Scorpions-Video ist vom US Festival 1983. Es ist mir egal, das Qualität. Es ist auf YouTube, aber es ist das Moment. Und ich kann das Moment so sehen. Es wird es nie in 4K oder HDR geben, aber das Moment ist, was interessiert mich. Darum geht es ja, Emotionen generieren. Ja. Und für dasselbe Streaming ist prima für mich. Das Qualität ist schon sehr gut und ich kann sehen, was ich wünsche. Kann ich verstehen. Da ist natürlich der Convenience-Faktor auch sehr groß bei den Streaming-Anbietern. Ja. Aber gut, ich will dich jetzt hier nicht lange von den ganzen Kunden abhalten. Wir haben gerade leider den Beamer hier blockiert für die anderen und Leute. Ich bin sehr dankbar, dass du hast so Geduld für meine nicht so perfekte Deutsch. Aber ich freue mich jedes Jahr versuchen, mit dir zu sprechen. Deutsch ist super und vor allen Dingen ist es klasse, dass wir mit dir hier in Deutsch sprechen können. Denn sometimes when doing those interviews in English language, I fear that there are some viewers that do not understand English at all. Aber auch ich bin ein bisschen, ich bin nicht so sicher, dass ich alles immer 100% richtig erkläre. So bitte ein bisschen Geduld auch für mich, wenn Sie dieses Video anschauen. Du hast es super gemacht. Also man kann alles verstehen, wovon du redest. Und es ist bei mir umgekehrt genauso. Wenn ich irgendwo ein englisches Interview mache, da rutscht mir aber was falsch aus. Wir sind auf einer Messe. Da geht es nicht um Schönheitspreis oder um perfekte Grammatik, sonst wären wir hier ein Schul-, was weiß ich, YouTube-Channel. Es geht um Infos. Und das, vielen Dank dir. Okay, ich freue mich, tolle das Messe. Zu sehen. Ja. Gerne. Haben Sie meine E-Mail? Natürlich habe ich die. Okay, bitte geben Sie mir das Link, wenn es bereit ist. Kriegst du. Okay. Danke. Sehr gut, dir zu sehen. Vielen Dank. Ciao. I need this one. Oh, yeah.